Hallo und herzlich willkommen zu meinem Video. Heute ist der 16.11.2020. Um 24 Uhr beginnt der Lockdown für 3 Wochen bis zum 7.12. oder 8.12. eigentlich. Und am 8.12. ist dann ein Feiertag. Und dann sollen die Geschäfte wieder öffnen. Ich hoffe, der Lockdown bringt das, was die Landesregierung sich davon verspricht. Und die Zahlen sinken. Aber noch sieht's nicht danach aus. Aber morgen früh oder heute Nacht tritt erst der Lockdown in Kraft und dann wird man sehen. Heute habe ich eine Weile mit meiner Mutter geredet und mit Kerstin auch über den Lockdown und über die Zahlen und über das, was mich nervös macht. Sie hat mir geraten, mit Christoph Kontakt aufzunehmen, weil der immer recht gute Ratschläge hat. Und ich kann Christoph aber nicht erreichen. Habe ich euch in den letzten Videos schon gesagt. Ich habe aber mit meiner Mutter gesprochen, dass sie ihn morgen anruft, weil sie hat seine Ordinationsnummer. Die habe ich nicht. Und ja, bis gestern habe ich über das gesprochen, was gut funktioniert, was nicht gut funktioniert. Und es war ein ganz schönes Gespräch, darüber, dass ich sehr angespannt bin in letzter Zeit und dass ich sehr müde bin und dass das Rauchen aufzuhören noch immer irgendwie Stress macht oder anstrengend ist für mich, auch wenn ich nicht mehr rauche oder schon lange nicht mehr rauche, jetzt schon 3 Monate, glaube ich. Ich glaube, circa 3 Monate werden es jetzt sein. Auf jeden Fall ist es noch immer sehr anstrengend für mich und sehr herausfordernd. Und ja, auch nicht ganz freiwillig. Vor allem über den Lockdown haben wir gesprochen und was das für Konsequenzen für mich hat. Und wie ich gut damit umgehen kann und das Beste draus mache. Aber wir haben nur kurz geredet, weil Corinna dann gekommen ist und ich sie nicht so lange warten lassen wollte. Corinna hatte heute einen schlechten Tag bei mir erwischt, weil ich nachdem mein Bandagist da war, total müde war, obwohl ich nicht viel gemacht habe. Und schon vorher sehr müde war. Und ja, sie wollte eigentlich länger da bleiben. Ich habe sie dann noch früher als eigentlich nach Hause geschickt, weil ich ihr das ersparen wollte, dass sie langweilig ist. Und sie war ihr sehr rücksichtsvoll. Aber ich war einfach zu müde. Ganz ehrlich, ich hätte einfach nichts tun können und ich habe mich bemüht, mit ihr zu reden, aber ich war auch wieder nicht unbedingt freundlich und ich weiß nicht, warum das bei Corinna immer so ist, aber bei Sonja geht's mir seltener so. Ich hoffe noch immer, sie nimmt mir das nicht krumm, aber
Schon langsam muss ich damit rechnen, weil ich sie immer anpampe. Das hat sie nicht verdient. Auf jeden Fall, morgen kommt Sonja wieder. Morgen wird es mir wieder besser gehen, weil ich länger schlafen kann. Und ja, mal schauen. Heute war ich noch einmal kurz draußen. Es war relativ kalt. Aber wir dürften nicht spazieren gehen, weil ich mich nicht verkühlen darf momentan. Wegen des Lockdowns und wegen der Spitalsüberfüllung und so weiter. Ja, ist alles nicht so positiv momentan. Ich bin auch total müde jetzt und werde bald alt drehen. Ich überlege gerade, was ich noch sagen wollte. Weil das ist, okay. Also. Mir fällt nichts mehr ein. Ich glaube, ich habe alles gesagt. Ich wünsche euch jetzt einen schönen Abend. Macht's gut. Ciao. Eure Ines. Bis zum nächsten Mal.